Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute zwei Experten da. Einerseits eine medizinische Klinikleiterin der Swiss Mountain Clinic, die Frau Dr. Petra Wiechel. Auf meiner rechten Seite ganz herzlich willkommen, liebe Petra. Ja, danke, Alexander. Gerne. Und auf der anderen Seite der wohl bekannteste Wasserexperte Deutschland, Mr. Water, Erich Meidert. Danke. Ganz herzlich willkommen, lieber Erich. Liebe Petra, ich möchte dich mal schnell fragen, die Bedeutsamkeit von Wasser auf unsere Gesundheit oder die Reinheit unseres Wassers für unsere Gesundheit. Und was stellst du heute eigentlich fest in Bezug auf Wasserqualitäten? Ich spreche jetzt zum Beispiel mal Hormone an innerhalb des Wassers. Was ist so deine Sichtweise? Ja, also es ist, glaube ich, alles viel, viel kritischer zu sehen, als wir im Alltag glauben. Es gibt sehr viele Menschen, die einfach sagen, wir trinken prinzipiell unser Hahn Wasser, wo ich also immer drum bitte, dass man auch vielleicht ein, zwei Mal im Jahr wirklich schaut, ob das eine ganz gute Idee ist, das eigene Hahnwasser zu nutzen. Mhm. Wir werden ganz sicher noch nachher auf die ganzen Dinge kommen, wie hoch heute Wasser auch belastet ist. Wir fühlen uns unglaublich privilegiert, wenn wir von einer sehr hohen Wasserqualität sprechen dürfen. Aber die Realität sieht eigentlich anders aus. Mhm. Also wir haben, gerade wenn wir sogenannte Xenohormone messen, durch den hohen hormonellen Bedarf, den wir heute in der Medizin austeilen, den wir in der Tierproduktion austeilen, das sind alles Dinge, die widerspiegeln sich im Trinkwasser. Und Xenohormone sind Östrogene, die östrogenartige Wirkung haben, die nicht toxisch wirken, aber die verweiblichen, die endokrinen, also hormonaktive Tumoren provozieren, sprich Kolon, sprich Prostata, sprich Mama-CA. Und das sind ganz, ganz entscheidende Fragen. Wir können einen Organismus, der sich weit fast an 90 oder noch mehr Prozent aus Wasser jeden Tag definiert. Wasser natürlich nicht nur immer in seiner rein flüssigen Form, aber auch in seiner hexagonalen Form. Der Bedarf täglich eines Wassers, das er in einer hohen Qualität auch aufnehmen darf und kann, damit er einmal Versorgungsaufnahmen, aber auch Entsorgungsaufnahmen, sag ich mal, für den Körper realisieren kann. Mhm. Und du kannst ja ohne Essen, kannst du ja wirklich mehrere Wochen auch gut fasten, deinen Körper entlasten, aber du wirst allein das den Verlust von Flüssigkeit nicht länger als 3 bis 3,5 Tage kompensieren können als Mensch. Und da ist sicher nicht immer nur die Menge das Ausschlaggebende, sondern immer mehr die Qualität. Ja, lieber Erich, meine, was wir sonst so in den Medien hören, ist, du musst dieses und jenes Mineralwasser kaufen und trinken, dazu wertvolle Mineralien drin, das ist gut gegen die Knochen und viel Kalzium und. Aber von reinem, leeren, sauberen, reinem Wasser wird eigentlich kaum gesprochen, da hat es keine Lobby dahinter. Aber eigentlich ist es ja das Normalste, was der liebe Gott uns geschenkt hat. Wie siehst du heute eigentlich die gegenwärtige Trinkwasserversorgung aus dem Leitungswasser, wie wir es gehört haben? Hahnenwasser. Hahnenwasser? Ja, erzähl mal so ein bisschen. Nee, also ich forsche seit 25 Jahren. Da habe ich mein Leben geändert, nämlich aus der Bauträgerei, in dem sie einfach Intention, so kann ich nicht weitermachen, ich will was anderes im Leben, was machen, was einfach mich interessiert. Und da begann es mit dem Wasser, 25 Jahre. Und vor 15 Jahren habe ich die Lösung gefunden mit Wasserfiltern vom Prinzip her. Also sagen wir mal, 10 Jahre habe ich auf Bayerisch rumgesandelt, da gesucht und die Wasseraufbereitung und da ein bisschen Energie hin und her und Steinchen und tralala. Und dann habe ich, und das Thema bei mir waren massive Rückenprobleme und die waren dann ganz wie durch ein Wunder in kürzester Zeit weg. Und ich forsche, es interessiert mich halt einfach. Das ist mein erster und mein letzter Gedanke. Und das, was du gesagt hast, ist ja wunderschön. Aber die Realität, wenn du jetzt durch die Lande fährst, wir haben 1850 die industrielle Revolution bekommen, wir haben Weltkriege geführt, also nicht in der Schweiz, aber in Deutschland, Österreich, im Rheingebiet, Frankreich, die giftigsten Kriege aller Zeiten, der Erste Weltkrieg. Wir haben es in Seen und in Flüssen verscharrt. Und wenn ich jetzt durch die Lande fahre, wo ist das alles? Wo ist es? Ich sehe nur schöne, blühende Landschaften, Wiesen, Auen. Und wenn ich schaue, was der Deutsche im Jahr, in der Schweiz hast du ungefähr 700 Kilo Abfälle, also wie eine Kuh, so viel pro Schweizer.
Wo ist es? Und zwar nicht unbedingt jetzt heuer hier, natürlich stimmt es, da sagen wir, es wird ja verbrannt und versorgt und getrennt und so, aber wo ist es vor 50, 70, 30 Jahren noch hingegangen? Es ist alles in Deponien gegangen, man hat Kiesgruben ausgehoben, war für den Städtebau natürlich, für den Industriebau. Wenn man die Welt 1890 angeschaut, die Häuser sehen und heute die Industrie, da ist ja alles gebaut worden und da haben wir halt immer viel Kies gebraucht und da haben wir den ganzen Altmüll rein, sie in Nürnberg, und da ist es vergraben und mit jedem Regen sickert es weiter. Das heißt also, es kommt oft in 10, 20 Jahren und es ist alles drin, 150 Jahre. Und was ich jetzt erfahre, einfach durch wissenschaftlich anerkannte Sichtweisen, es ist nicht zu glauben. Und dann, heute zum Beispiel habe ich gelesen, ja, unsere Gemeinde hat 15.000 Einwohner, wir verbrauchen 850.000 Kubikmeter Wasser. Wenn man sich vorstellt, 850.000 Kubikmeter. Und dann schaut man Deutschland, wie schön dicht besiedelt es ist. Die Gebiete, wo willst du für 15.000 Einwohner eine Kleinstadt 850.000 Kubikmeter reines Wasser bringen, mit drei Klärstufen, mit Rechen, mit Sand, mit ein bisschen Mikrobiologie. Wie soll das gehen? Ja. Wie? Kriegst es du gar nichts raus. Ja. Ja, und es ist amtlich, es ist nachgewiesen. Aber wir haben eine Vogelstrauß-Politik, wird schon passen, die Herren Verantwortlichen sorgen für uns. Ja. Und da gut, gibt's Leute, wir haben ja gesetzliche Vorlagen, die werden ja auch alle erfüllt von diesen Kläranlagen. Aber die gesetzlichen Vorlagen sind natürlich nur sehr, sehr eingeschränkt. Also wird ja nicht Hormone angeschaut. Sehr weit gefasst. Oder? Sehr weit gefasst. Da wird nicht spezifiziert, Hormone oder Östrogene oder Bakterien oder Viren. Das ist ja da überhaupt nicht. Es ist allgemeines Blabla. Und ich interessiere mich zusehends für die Homepages der Wasserversorger. Weil da gibt's in Deutschland eklatante Unterschiede in der Wasserqualität. Die einen Wasserversorger in Schleswig, in Rostock oder in Berchtesgaden, was machen die? Und da gibt's irre, und das ist eine regionale Aufgabe der Städte, der Kommunen. Wir haben in Deutschland 9.500 Wasserversorgungsbetreiber. Wir haben 594.000 Kilometer alte Leitungen, wo das Wasser transportiert wird, plus natürlich im Wasser. Es ist, wie soll das gehen? Wo ist es? Wo ist der Müll? Wo ist es alles, was wir erschaffen haben von Menschen? Ich spreche nicht nur von den Kriegen. Allein in der Ostsee haben wir die Belastung in der Nordsee ist, wenn du den Zug von Berlin befüllst mit den Altlasten, die in der Nordsee lagern, und befüllst ihn, wie lang ist der Zug? Der Zug geht von Berlin bis Madrid. 2400 Kilometer. Vor Bornholm haben wir 50.000 Tonnen Giftgas liegen aus dem Ersten Weltkrieg, die korrodieren. Und das sind aber alles Aussagen aus öffentlich-rechtlichen Sendungen. Da kann man alles nachlesen. Tja. Wow. Also wir haben ein großes Grundwasserproblem. Jetzt sagen aber mir immer wieder auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, so gut, dann haben wir halt das. Ich beziehe mein Wasser eher aus der Quelle. Das heißt, ich kriege Wasser von den Bergen und das ist viel, viel reiner und sauber. So ist wenigstens das Image. Ja, aber schau mal, da sind die Gämsen, die Geiße, da sind die Enten, da sind die Wildtiere. Die haben natürlich auch hohe Infektionen. Ja. Was lassen die von sich? Dann haben wir jetzt diese Starkregenfälle und alles, was da normal verwittert. Sagen wir mal, der Kot, ganz ehrlich, der verwittert und jetzt wird er alles runtergeschwemmt in Sturzfluten und landet, ja, wo landet er? In den Flüssen, in den Seen und dann kommt es wieder rein, in den Kreislauf. Das ist ja ein großes Thema momentan. Viren. Also es gibt jedes Jahr Veröffentlichungen von Zeitschriften, die darüber berichten, dass der Fischereiverband in der Schweiz wieder männliche Fische in den Bergseen aussetzt, ja, weil es keine männlichen Fische mehr gibt. Da muss man sich ja auch die Frage stellen, warum verweiblichen dann männliche Fische in den Bergseen? Ja. Nee, ganz klar, bist ja du dran. Aber ich sage jetzt noch was auch spektakulär ist, dass es einen Bericht gibt, dass vor dem Ersten Weltkrieg noch wurden die Unternehmer im Kreis rund um den Rhein wurden dazu angehalten, dass man gesagt hat, ihr dürft euren Angestellten nicht öfters als zweimal wöchentlich Lachs geben. Weil der Rhein war das lachsreichste Gebiet Europas. Und wenn ich den Rhein jetzt heute anschaue, also ich würde Lachs in die Donau setzen, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das ist die heutige Realität. Mhm. Und wie es, dass du sagst, in den Bergseen, natürlich die Verweiblichung, die Berichte waren schon 2012 da, über die Verweiblichung der Fische, der Fischpopulationen, dass die männlichen Dinger sterben aus, das kann man so sagen. Ja, so. Gut, meine 50 Jahre Antibabypille,
Antibiotika-Behandlung bei Tieren, ja, ja, und keine Kläranlage behauptet, dass sie diese Hormone rausnimmt. Also irgendwo müssen sie ja in diesem Kreislauf drin sein. Und das ist wieder meine Frage. Das muss doch Wirkungen haben, Auswirkungen haben auf unseren Körper, wenn wir das Wasser trinken. Hat's doch auch. Wir haben doch eine steigende Tendenz von all diesen Erkrankungen auch. Hat's doch auch. Und dann, was wir noch industriell machen, die ganzen Phthalate, die wir im gesamten Plastik, ja, alles, was sich mit Wasser verbindet, das ist doch eine Summation des Ganzen. Das ist ja nicht allein, aber es ist eine Summation. Und Professor Franz Daschner, der den Umweltpreis bekommen hat, wo der Dr. Mutter ja auch gelernt hat bei dem, der hat dann gesagt, die Kläranlagen sind Umsteigebahnhöfe für resistente Keime und Bakterien. Das hat er alles nachgewiesen. Also ist jetzt keine Theorie, weil da sammelt sich das alles und verbindet, bildet neue Verbindungen und dann geht's wieder in die Flüsse rein und neben den Flüssen stehen die Kläranlagen und da geht's rein und dann wird's je nachdem, und das ist das Interessante, Krankheitsraten und was machen dann die Kläranlagen draus? Da gibt's solche und solche und ich habe mich da jetzt die letzten Wochen erst darum gekümmert, welche Kläranlage macht was? Und da gibt's schon spannende Erkenntnisse. Aber jetzt hast du gerade vorhin ein Fass geöffnet, weil wir gerade gestern ein Interview gehabt haben zwischen dir und Dr. Klinghardt. Mhm. Da hatten wir noch darüber geredet, über diese Antibiotikaresistenz. Klar. Und das, was er jetzt gerade gesagt hat, war mir gar nicht bewusst. Eigentlich kommen ja wirklich von allen Lagern her diese Hormone dahin, vermischen sich und die wollen ja irgendwie, die Keimlinge wollen ja nur noch in diesem Cocktail überleben. Ja, ja. Und deshalb bildet sich die Resistenz. Die stecken sich an, die mutieren. Es ist so, wie wenn du die ganzen Schwerverbrecher aus dieser Welt in ein großes Heim steckst, da werden jetzt keine Pastoren rauskommen, sondern die entwickeln sich weiter. Die mutieren. Ja, so ist es aber. Und dann, naja, aber auch im Überlebenskampf. Ja, und in der Mutation. Klar, das sind ja clevere Bürsche. Ja, ich meine, das Leben will ja nur überleben und die Keimlinge sowieso, Bakterien und so weiter, die werden immer siegen. Aber wenn ich jetzt diese Gefahrenherd jetzt gerade so mir einverleibe, dann ist es ja unglaublich gefährlich für uns Menschen, dass letztendlich kein Antibiotikum mehr irgendwann eine Wirkung haben kann in der Not, wenn wir es brauchen. Ja, und du siehst das jetzt bei den Jugendlichen, bei den Kindern. Entschuldigung, wie die dick sind, wie die unbeweglich werden, was jeder als Kind an Wasser trinken sollte und was sie trinken. Sie trinken die Süßstoffe, die Mixgetränke, aber reinstes, sauberes Wasser. Aber schau es dir einfach nur an, in den Schulen, in dem Sportunterricht. Sportunterricht wird gestrichen, aber rein von den Menschen, wie sie daherkommen. Wenn junge Leute schon, tut uns so leid um die Kinder, weil sie kein Bewusstsein haben. Erstens wird oft Wasser trinken verboten und zweitens, was sie dann trinken, sie sind dann Mixgetränke. Klar. Und dann werden sie um 10, halb 11, halb 12 werden sie aggressiv, weil Wassermangel da ist. Denk beeinflusst auch die Gehirnleistungen und so geht's dahin, so gehen sie auseinander. Und klar, es ist ja, also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen in meinem Leben. Das muss ich sagen. Das will ich jetzt schon mal wissen. Kannst du noch irgendetwas zum Thema Glyphosat sagen? Weil wir wissen ja alle, dass Glyphosat ein Gift ist, was heutzutage ja vielseitig genutzt wird. Ja, ja. Ich weiß, in Frankreich wurde es verboten, 2021. Nicht mehr angewendet. Der Dr. Mutter sagt mir, dass innerhalb vom Glyphosat auch Arsen drin ist, was ich natürlich dann auch alle Glocken läuten hier oben. Ja. Wieso nutzt man so etwas, was letztendlich ins Grundwasser kommt und letztendlich wieder aufbereitet wieder zu uns im Organismus? Ja, es helfen ja nur noch die Filter, weil das Glyphosat, das ist ja auch drin, es sickert ja. Das Spiel ist vorbei. Auch wenn es das jetzt verbietet, heißt es nur lange nicht, dass in 5 Jahren, es ist so wie bei Dioxinen. Die Bundesregierung sagt ja offiziell, die Hauptbelastung bei Wasser ist immer noch Dioxin und das wurde 1971 schon verboten. Ja. Also das sickert halt immer nach und Glyphosat ist dasselbe Thema. Du musst einen Filter einbauen. Wir reden auch über, was muss ich machen dafür? Da ist es. Es ist ja auch in den Pflanzen. Es ist ja überall drinnen. Es sickert einfach runter. Früher hat man ja gesagt, viel hilft viel. In den 80er Jahren, da ist ja Kunstdünger gestreut worden vor dem Herrn. Und das ist halt, das Spiel ist leider, wenn man ganz ehrlich ist, wir müssen uns ja eingestehen, es wollte ja keiner. Es war ja keine böse Absicht, 1950, 60, 70, was man da alles vergraben hat. Da war jetzt kein Böser dabei, aber jetzt wissen wir, es ist drin und jetzt müsste der Staat, wenn er eh schon hunderte Millionen ausgibt
dann müsste er jetzt mal an die Klärwerke hingehen und sagen, liebe Leute, macht's doch wenigstens Aktivkohle fein. PFOA, Lösschaum, solche Dinge sind ganz akut überall in Ingolstadt. Ich habe auf der Homepage eine Seite, die heißt Wasseralarm. Und da tue ich jeden Tag ganz brav mindestens 3, 4, 5 Havarien einzeichnen. Und das möchte ich jetzt mal aus, da brauche ich aber so 2x2 Meter Wand, damit man sieht, jeden Tag hast du in Deutschland eine Havarie. Und die einzige Frage ist, wo kommt's wieder? Ist wieder irgendwo in Kiel oder ist in Konstanz oder ist in Koblenz oder ist in Kaiserslautern? Was heißt Havarie im Sinne? Ein Unglück. Also Viren, Keime, Bakterien im Wasser, Wasserrohrbrüche und diese ganzen E. colis und da hatten wir ja auch in der Wasserprobe von euch, wo wir das Trinkwasser, das Regenwasser aufgefasst haben, waren ja auch Bakterien drin. Das war doch auch noch ziemlich überraschend, oder? Ja, die Bakterien sind ja ungefähr 1000-mal so groß wie die Viren und die Viren werden überhaupt nicht geprüft. Die sind ja viel zu klein und die sind und die Wasserwerke Berlins sagen, es gibt so viel wie Viren, da fangen wir gar nicht an mit Testen. Und die sind aber, die können gut überleben. Und das Interessante ist, dass der Ingenieur Wilfried Soddemann 2000 bis 2005, der hat sein Leben dem Thema gewidmet und der hat nachgewiesen, dass in Gebieten, wo du Oberflächenwasser hast, dass die Virenbelastung wesentlich höher ist als in Gebieten mit einem niedrigen Grundwasser. Also ich habe in Schleswig, ich rufe jetzt die Wasserwerke mittlerweile an, wo ich sehe, ah, da ist ja ganz gute Zahlen da, sage ich, was macht sie? Dann sagen die zum Beispiel, oder steht auf der Homepage, das niedrige Eisenach oder ich weiß nicht, eins hatte null. Und dann habe ich da angerufen und dann gesagt, ja, wir nehmen Natriumhydrochlorid. Hypochlorid, Natriumhypochlorid. Und das ist ein Desinfektionsmittel. Das tun die rein. Das heißt nicht, dass Wasser zum Trinken besser ist, aber dieses Thema ist da erledigt. Und da gibt es Pioniere. Und ich glaube, jetzt ist an der Zeit, nachdem wir alle ein Gesundheitsbewusstsein haben, über vieles nachzudenken und vieles zu hinterfragen. Nicht anzuklagen, sondern nur zu sagen, was ist und was kann ich machen? Und da sage ich halt Wasserwerke, ihr könnt wenigstens einen Aktivkohlefilter reintun. Wir haben was hältst du denn, warum gibt es denn bei der Kläranlage nicht das Prinzip der Umkehrosmose, wo man dann wirklich nur das Wasser durchgeht? Das geht nicht mehr, weil eine Umkehrosmose filtert alles raus und die Leitungen sind ja zum Teil 100, 120 Jahre alt, 80 Jahre aus verschiedenen Materialien, zum Teil nur mit Asbest. Du könntest heute, das muss man sich zu Gemüte führen. Du könntest heute kein reinstes Wasser mehr in unsere Trinkwasserversorgung geben. Wie gesagt, 594.000 Kilometer Leitungen, die seit zum Teil 120 Jahren in verschiedenen Epochen verbaut sind, drum immer wieder die Rohrbrüche und deshalb oft der pH-Wert des Wassers. Der pH-Wert heißt ja nichts anderes, es darf nicht korrosiv sein. Aber du hast im Körper 120.000 Kilometer Leitungen. Und da brauchst du Wasser, was wirklich, wie hast du es gesagt, das Fair und Entsorgt. Und darum geht es nicht mehr Umkehrosmose. Das ist einfach nicht möglich. Also ich habe mal so Leitungen gesehen, die gebrochen sind, so diesen Riesenrohre. Ja, ja. Und dann waren wirklich ringsherum solche Schichten, Dreck und in der Mitte noch so ein kleiner Durchgang. Ja, ja. Und wenn man sich vorstellt, wie ein sauberes H2O da durchgehen würde, mit seinen Minus- und positiven Ladungen, würde man da natürlich uralten Dreck anbinden. Also es geht tatsächlich. Ja, und die Leitung im Osten haben wir die Wasserleitung völlig überdimensioniert und da fühlen sich natürlich alle Lebewesen, vor allem die Asseln fühlen sich da sauwohl. Und da muss man auch sagen, wir haben dann die Biofilme und dann die Tierchen, die mutieren ja auch. Also du nimmst uns total die Lust nach Wasser im Moment. Nee, es ist einfach Zeit, ehrlich zu sein, offen zu sein. Klartext, wir reden nur von Fakten, wir klagen nicht an, sondern wir sagen, es ist, wie es ist. So, also ich habe in der Schweiz viel Messungen gemacht und gesehen, es gibt sie noch, die guten Wässerchen, wie jetzt bei euch in der Klinik umfassbar. Ich habe es gesehen in Brieg zum Beispiel, im Wallis und auf der anderen Seite, wo Natters ist, ist es katastrophal. Ja, da frage ich mich einfach, ja, woher diese Unterschiede und noch besser, was kann man denn tun? Als Privat, wenn ich mir bewusst bin, dass das Wasser doch tatsächlich so los ist. Der blöde Spruch heißt ja, wenn du dein Wasser nicht filterst, muss der Körper machen. Wir reden einfach von Nieren. Und die Klärwerke des Körpers ist ja die Niere. Mhm. Und da laufen 2000 Liter. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das sind 2000 Liter. Das sind 200 Eimer à 10 Liter, die ein ganzes Leben lang durchlaufen.
Und es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann packt es nicht? Und dann bin ich halt bei dem Thema, wo halt der Irrglaube ist und wo jetzt kein Verständnis mehr ist. Das heißt, das Thema, wenn die Leute viel Heilwasser trinken, da steht immer drin, Herz, Kreislauf, Niereninsuffizienzen, musst du das nur nach Begleitung vom Arzt machen. Ja, was soll denn das? Aber es ist ein Milliardengeschäft und ich würde in dem Wasser gerne baden, das ist überhaupt kein Zweifel. Aber trinken würde ich es wieder nicht. Und das ist halt, es ist ein Milliardenmarkt, darum haben wir ein Riesenthema. Der Milliardenmarkt heißt, du hast in Deutschland 1970 10 Liter Wasser gekauft. Da hat jeder gesagt, ich bin mit dem Traktor noch zum Bier holen gefahren, wenn ich gesagt hätte, ich kaufe ein Bier, ein Wasser, dann hätte ich gesagt, 70, du spinnst. Aber jetzt, 1970 waren es 10 Liter. Heute sind wir bei 143 Liter. Und der Verband der Mineralwasserindustrie hat letztes Jahr 15,8 Milliarden Flaschen Wasser verkauft. Und jetzt ist das Interessante wieder nur als Schlussakkord so zum Nachdenken. Jetzt heißt es ja immer, ja, unser Wasser ist so gut, wenn es hohe Werte hat, hohe Leitfähigkeit. Ja, das sind ja die wertvollen Mineralien. Mit diesen ganzen Starkregen sind aber plötzlich die Mineralien mehr geworden, weil einfach mehr Müll drinnen ist. Und es heißt aber dann, ja, das ist alles wertvolle Mineralien. Und in Wahrheit, wir haben letztes Jahr 3700 Wasserproben gemacht. Völlig verrückt. Alle kostenlos. Und da will ich nur wissen, Leitfähigkeit, Schwermetalle, Nitrat. Diese drei Hauptparameter. Das ist halt dramatisch angestiegen. Und es ist halt einfach, Entschuldigung, eine Volksverdummung, dass man die Leute im Glauben heißt, das sind wertvolle Mineralien. Aber Mineral habe ich mit der Banane oder mit einem zerriebenen Steinchen. Und dann kommt das Wert bei Herzinfarkten dazu, Kalium, wo auch das ein wesentlicher Faktor ist. Und da müsst ihr am Tag ungefähr 2000 Liter trinken für den Tagesbedarf. Aber Menschen denken sich, ja, so ist es halt einfach. Also ein Wasser, das natürlich schon selbst besetzt ist, das muss man den Menschen immer wieder sagen, kann nichts binden. Ja, aber die wertvollen Mineralien, das saugt ja alles aus. Volkes Meinung ist noch, ja, aber dann die saugen ja alles raus. Mhm. Das ist halt so. Aber ich brauche ja Mineralien, heißt das ja immer, weil sonst demineralisiere ich ja klar, mit leerem Wasser. 78 das Mineralien, Spurenelemente. Die Frage ist die Dosis und die Wechselwirkung. Aber die Dosis macht das Gift. Und es hilft ja nicht nur, wenn ich, jetzt sage ich, einen rostigen Nagel lutsche für Eisenbedarf oder ich nehme halt ein bisschen rote Beete. Das früher hat man die Äpfel gespickt mit Nägeln. Ja. Mhm. Genau. Damit sie einen hohen Eisengehalt hatten. Ja, aber die Information vor allem. Ja, das muss man auch dann wissen. Mhm. Also wir werden da im Moment halt einfach durch sehr hohe wirtschaftliche Interessen gelenkt, geleitet und im Moment noch sehr verwirrt. Und ich glaube aber, die Natur setzt sich zusehends durch. Die Menschen, die sagen, okay, Natur, ein Apfel oder eine Banane oder was hat ein Brokkoli, wie viel Kalium hat ein Brokkoli und was habe ich halt, wenn ich es isoliert trinke. Es kommt ja auf Aminosäuren, Spurenelemente. Und wie viel davon kann der Körper überhaupt aufnehmen? Ja. Da gehen die Studien ja massiv auseinander. Calcium, da gibt es das gute Buch Tod bei Calcium mit 80 Seiten Quellen nachweisen. Ja, wir brauchen doch das Calcium. Du brauchst 1000 Milligramm. Mhm. So, und dann nimmst du zwei Fläschchen Wasser. Jetzt hat der arme Kerl aber noch Hunger auf 100 Gramm Emmentaler. Jetzt hat er eine doppelte Überkalzifizierung und das ist halt. Und dann sagen die Leute noch, trink ein Milch, trink ein Käse. Kommt aber nicht an, weil der Großteil der Menschen hat nicht ausreichend Vitamin D. Musst dir keine Sorgen machen. Ja. Macht keinen Sinn. Das wird erst aufgenommen. Weil das Vitamin D öffnet im Darm erst die Türen. Ja, aber dann bleibt es aber im Bindegewebe hängen. Ja, es ist gar keine Frage. Der Hyperkalzämie auf anderer Ebene. Ja, aber ja, klar. Ich will nur damit sagen, das, was ich eigentlich will, Struktur verbessern. Gar nichts. Dann kommt die Osteoporose. Und wenn ich die Osteoporose-Leute anschaue, also die trinken gewiss nicht zu wenig Milch oder zu viel Käse, sondern die sind überkalzifiziert. Mhm, das ist ja das Verrückte. Klar. Und das ist halt etwas, ja, wo halt Alexander, großes Lob an dich mit der Sendung, da haben wir die Chance, es zu verstehen. Weil die Kunst ist einfach, das verständlich zu machen. Mhm. Mir kommt im Moment die Zeitqualität vor, wie astrologisch haben wir es ja wie bei den Thesen Martin Luther, haben wir die Zeitqualität 1517 oder 94, wie die Thesen angeschlagen wurden, da hieß es ja auch, ihr dürft kein Deutsch lernen, ihr dürft die Bibel nicht auf Deutsch lernen. Und jetzt wird übersetzt, was sagen die Ärzte eigentlich? Was heißt das eigentlich, die Ärztesprache? Und so haben wir jetzt diesen großen Wandel drin. Und wie gesagt, das ist bei dir ein Verdienst, dass die Leute beginnen, einen zu verstehen. Weil früher war der Arzt,
der heilige Gott, da kein Widerspruch, du hast überhaupt nichts verstanden, aber was er dir gesagt hat, das musste getan werden. Mhm. Und jetzt kommen wir hinter all, jetzt kommen wir hinter das Wasser, jetzt kommen wir hinter die Medizin. Mhm. Und da haben wir jetzt eine Zeit, diese Zeitenwende im Umbruch, dass man einfach die Chance hat, selber es in die Hand zu nehmen. Und das war damals bei der Kirche nicht anders. Die katholische Kirche war nicht sehr erfreut, als plötzlich die den deutschen Text bekommen haben. Sowas. Und so sehe ich das. Da ist ein Feuerwerk von Informationen. Ja, lieber Erich, ich muss zum Ende kommen, aber gib dir vielleicht noch die Chance, den Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich jetzt interessieren für mehr Informationen zum Thema Trinkwasser, gibt es eine Plattform, wo du empfehlen könntest, wo die Leute hingehen können, wo sie sagen, da habe ich die Informationen zu den Grundwasserbelastungen. Und also wir haben bei Mr. Water auf der Homepage gibt es eine Rubrik, der heißt Service, da ist das Thema Altlassen da. Ja. Und ich mache jetzt, also bis Weihnachten habe ich fertig den neuen Mineralienreport. Ganz einfach, ich bin in den Supermarkt gegangen, habe schon Kiwi, Bananen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, wie viel Mineral, wie viele Spurenelemente, wie viele Aminosäuren und dagegen halt dann setze ich aber die Aussagen der Heilwässer. Von der offiziellen Seite habe ich mir das runtergenommen, wie viel Kalium ist drin, wie viel Fluorid ist in dem Wasser und dann schaue ich halt, also und das ist der Mineral. Also bei Mr. Water findest du eigentlich alles dazu, aber wie gesagt, vor allem Verständnis und sagen, Leute, wir müssen, wenn du was tun, hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Ich glaube, das kann man schon langsam mitnehmen. Immer wieder ein Spaß mit dir mitzugehen, deine Begeisterung zum Thema Wasser und dein Wissen dazu. Herzlichen Dank und auch dir, lieber Peter, herzlichen Dank, dass du auch dieses Wasser als ein ganz, ganz wichtiges Medium siehst für die Gesundheit von uns Menschen. Herzlichen Dank und Ihnen auch alles Gute. Prost, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.